Hey ho, liebe Freunde, halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen auf Gamerscheck LP und das Gamescom-Wochenende geht los. Wir haben es jetzt Donnerstag und ich fahre jetzt erstmal Richtung Rivano. Noch stehe ich auf dem Parkplatz, bullige Hitze, ich schwitze wie eine Sau. Ich habe jetzt noch das Auto alles eingeräumt, bin eine halbe Stunde zu spät. Scheiße, hoffentlich komme ich nicht in den Stau. Köln soll richtig was los sein, wegen der Gamescom. Und ja, mal schauen, wie ich das Video hier mache. Bitte verzeiht mir, ich bin jetzt nicht unbedingt immer so gut mit der Kamera, habe ich auch noch nie gemacht, so ein Zeug, falls da irgendwas ist, gerne Verbesserungswünsche natürlich und würde ich sagen, let's go, auf zur Gamescom und ja, mal schauen, es kann sein, dass vier Teile werden, weil ich vier Tage dort bin oder zwei Teile, ich weiß es noch nicht, dass ich das vielleicht so mache, ich werde auch privat noch aufzeichnen, wenn ich bei Rivano bin, heute Abend gehen wir ins Kino zu Ghostbusters und zu Suicide Squad, kleinen Kinomarathon. Und ja, werden wir sehen, wie es läuft. Also dann, wie gesagt, auf zur Gamescom. So, meine lieben Freunde, ich bin jetzt bei Rivano angekommen. Da ist er. Kamera scheu. Ist ein bisschen weit weggelaufen. Autofahrt war cool. Hi. Gut. Das Gespräch ist wie immer. Kamera scheu. Nee, ich muss erst mal gucken. Ey, geil, ich habe ja so ein Ding selber nicht. Die Sonne blendet mich schon ein bisschen. Aber wird richtig geil. Heute Abend gehen wir noch ins Kino. Ja. Und morgen dann gehen wir noch mal gefilmt. Ghostbusters. Und das ist Squad. Okay, also dann. Bis dann. Ja, später. So, liebe Freunde, und da, wir sind jetzt im Autohaus. Richtung, Richtung Kino. Ghostbusters. Ghostbusters als erstes, 3D. Suicide Squad. Und die andere Vorschau. Ja, wir sind jetzt im Kino. Guck mal, Agula. Scheiße. Ey. Ja, und wie ihr seht, hinter uns der Joker. Da wird es schon ganz cool sagen. Ja, jetzt geht es kurz zu Ghostbusters und später dann zu Suicide Squad. Alles klar. So, nachher gibt es Feedback vom Film. Und ich schwitze wieder so. Geisterjäger, ey, wir haben 30 Grad draußen, aber hier ist die Klimaanlage an. Right. So. Richtig gut, ey. Ab geht's. Jo, liebe Freunde, wir waren jetzt schön im Kino. Peace. Also, wir waren jetzt wirklich ewig im Kino. Ja, richtig ganz fertig, ey. Wir haben vor uns mal so ein kleines Bierchen zwischendurch getrunken. Und ja, also Feedback zu Ghostbusters. Am besten lasst euch von den ganzen bösen Kritiken nicht auf die Schippe nehmen, dafür war gut. Ja, 3D-Effekte waren super. Sehr geil, war was Neues. War eigentlich echt super. Hat mich positiv überrascht und auch Suicide Squad hat mich auch sehr positiv überrascht, ja. Nach den ganzen bösen Kritiken. Könnt ihr euch auf jeden Fall getrost angucken. Wir waren jetzt über 4,5 Stunden im Kino. Ja. Also wir sind hier rein, da waren noch alles voller Autos, hier die ganze Tiefgarage, das ist alles leer. Ich bewege mich jetzt nicht zu schnell. War alles für Autos, die ganze Promenade und immer voll mit Leuten und blablub. Und da hat man wohl ehrlich gesagt, okay, Bock zu filmen. Wir haben uns lieber einen gemütlichen gemacht, haben uns ein bisschen rausgesetzt, noch ein Bierchen getrunken. Und ja, war ein guter Film. War ein schöner Abend, gelungener Abend. Und ja. Kaputt ein bisschen.
Und jetzt geht's noch ein Bierchen trinken. Ein paar Stunden Schlaf und dann geht's zur Gamescom. Und das, meine Freunde, wird heftig. Aber bestimmt, ja. Alles klar. Wird geil. Oh, jetzt hab ich geraucht. Das musste sein. Das musste raus. Er ist fertig. Jetzt musste raus. Scheiße, die gucken schon an den Parkhaus. Wer denn? Ja, Richtung Gamescom, es geht los. Ich wünsche mir noch nichts aus, weil es ganz schön hektisch. Ja, war super morgen. Weil der liebe Rivado ja natürlich wieder nicht vorbereitet war. Und musste seine Tickets ausdrucken und der Drucker hat nicht funktioniert. Ja. Wie immer, wenn ich was mache. Richtig. Oder ich komme auf deine Seite kurz. Ja, klar. Warte. Boah, wie im Kino, ey. Total. Ziehst du das an, ja? Jo. Rivado-LP, Gerstig-LP. Ja, Gerstig-LP könnt ihr ja gewinnen. Köln ist die Hölle los, haben wir gehört. Ja. Auch nicht. Hey, liebe Leute, wir sind jetzt auf der Gamescom und wir haben die ganzen Idioten getroffen. Und guck mal. Hallo, Jan! Dann haben wir hier den da. Der Noxi! Jo. Alle beisammen. Nee, ich hab's. Ich habe das schon tausendmal. Ja. Lobby drauf. Was ist los? Oh ja, komm. Da. Alles zusammen. Das. Codex. Ja, der Onkel hat das ganze Gesicht bedeckte Bild. Ah ja, das ist so gut. Das wird mir kurz die Haare drauf. Dann ja, ja. Ja. So, sehen wir uns mal alle hier. Also, ja. So, super. Also, dann geht's mal hin. Mal komm, wir gehen. Altersbändchen los. Die sind schon alle mit 34 muss ich einen 18er Bändchen holen. Ja, Bierpause. So, am Handy suchen. So sieht unsere Bierpause aus. Alle nur am Handy suchten. Nur der Nero. Ne? Nur der Nero da ist. Ja. Jawohl, ja. So, liebe Freunde, ja, schaut mal, wie ich gesprochen habe, den lieben Chris Blank. Moin, Daumen drauf. Ja. Wir waren, da muss ich wieder mit einspielen. Ich bin zu klein geraten. Alles gut bei dir? Ja, er ist sehr kaputt. Hallo, Chris. Ist im Urlaub. Ja, gleich morgen früh ins Flieger und dann 2 Wochen. Oh, scheiße. Okay. Endlich weg nach Spanien. Alter. Wir haben noch den Lupus und den Mr. Helm, aber nee, die möchten nicht drauf. Die wollen nicht. Die haben Angst. Aber sauber hier. Display. Ja. Sieht ihr den auch mal bei mir? Ja. Gute Idee. Ja. So sieht man sich mal in Real Life. Das ist nicht sehr geil. Ja, auf jeden Fall. So, okay. Ja. Weiter geht's. Liebe Freunde, wir sind jetzt nach der Games, können wir noch ein bisschen zusammensitzen. Da ist der liebe Noxi. Hallo! Das geht jetzt voll. Wenn man den Wagen noch reinkommt, dann ist. Ist er mit drauf? Nein, aber nicht.
Super. So. Ja, sehr geil. Sehr schöner Abend. Gamescom war gut auf alle Fälle. Viele Spiele, aber wenig Innovation leider. Naja. Was willst du machen? Ja. Was braucht der Morphin Park bringt? So ein paar Ausschnitte habt ihr ja gesehen, auf jeden Fall. Wir lassen uns hier schmecken. Ein bisschen Kölsch und so ein Zeug. Ja. Und Pisswasser. So, warte mal, ich nehme lieber mein Glas, weil das noch voll. Ne? Sieht besser aus. Alles klar, also dann. Wir lieben euch, wir lieben euch. Du wolltest was sagen? Hallo. Wir sind nicht mehr nüchtern. Nein. Das hat der Nero gesagt. Das ist der Nero. Das ist der große, dicke Mann mit der Faust. Das ist der Noxi. Hallo und herzlich willkommen bei Gamercheck LP, ein kulturell wertvolles Programm, was... Das ist der Noxi, der immer die Zahnstocher verliert. Tschüss. Was? Alter, was ist das? Was ist das? Das ist Pudding, du hast Pudding. Was? Was war denn heute dein Highlight? Das Kölsch. Nee, also ganz ehrlich... ganz ehrlich, mein Highlight heute, die Dauerlocke mäßig. Nee, mein Highlight heute war ausnahmsweise mal Titanfall und Battlefield 1, obwohl man nicht so viel sah. Es war gut, aber nicht es war witzig, morgen wird es auch getestet. Und die Leute, die ich dort waren sehr entzückt. Also von daher, ich lasse mich überraschen, was morgen auf mich kommt. Ja. Was war denn dein Highlight? Was war dein Highlight? Komm, erzähl, du bist dran. Moment. Was ist dein Plan? Hallo. So geht das schon den ganzen Abend. Ja, das ist so, weißt ich glaube, die verschwinden also, heute alle noch mal um die Ecke dann. Jo. Also die Mills, die ganze Gamescom war eigentlich recht entzückend. Miau. Die waren sehr. Das ist der Chris. Und Millionen von Menschen sehen dich. Kumpel vom Nero. Was war denn dein Highlight? Mein Highlight war Final Fantasy, auf jeden Fall. Das war mein Highlight. Das ist ja geil, das stimmt. Ich freue mich schon auf die Remastered von Final Fantasy 7. Definitiv. Das wird bestimmt geil. Das muss man. Also, Revano, was war denn dein Highlight? Mein Highlight war heute, die Jungs hier zu treffen. Das fand ich heute mit am besten. Den einen Lecker hier, den Noxi. Und war richtig geil auf jeden Fall. Schön, Noxi, das wird etwas abkutschen. Und wisst ihr was, ich würde es wieder tun. Allein schon durch seine Gestik, weißt du, besoffen schreibt bei nicht im CH. Besoffen. Eine Bombe. Hallo. Schön, meine lieben Freunde. Und wie ihr seht, Greenscreen. Und wir sind wieder zu Hause bei mir. Wir sitzen hier gerade beim Rechner. Wir waren heute mitgekommen. Der wird jetzt seine Utensilien holen, dass wir auch wieder mal ein bisschen aufnehmen können. Oh ja, Leute, es kommen wieder neue Videos. Ja, und das Wochenende ist jetzt vorbei. Wir waren Freitag, also Donnerstag bin ich ja angekommen, habt ihr ja gesehen. Waren wir im Kino zu Ghostbusters und Suicide Squad. Richtig. Dann am Freitag waren wir bei der Gamescom. Abends haben wir uns noch mit den Leuten gemacht, habt ihr ja alles gesehen, kleine Zusammenschnitte. Bei der Gamescom habe ich nichts weiter aufnehmen wollen können, weil erstens mal die Atmosphäre, die kann man nicht auf Kamera pressen, das funktioniert nicht. Und zweitens mal hatten wir, ja... Es war einfach auch ziemlich schwach, voll, man muss sagen. Man hat für irgendwas 4 bis 5 Stunden angestanden und wir sind da durchgegangen, die ganzen Menschenmengen, immer mit der Kamera drauf, man sieht immer Leute und so. Da muss man anders machen, ob wir da mal ein Fan-Treffen machen oder wir quatschen darüber, aber so mit der Kamera. Es gab oben die Bildschirme ganz groß, hätte ich filmen können, aber das sind die normalen Trailer, die es überall auch gibt. Also wirklich. Seit wann hast du eine Kamera? Ja, deine Kamera halt, ne? Ich hab's ja auch mal gehalten. Wann? Ja, mit Sicherheit habe ich ja, auch mal gehalten. Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr habt ja jetzt die ganzen Zusammenschnitte gesehen. Das Wichtigste habe ich halt drin, ne? Chris Play getroffen und sowas. Schöne Grüße nochmal hier. Und es war geil. War super alles und war sehr viel Spaß. Am Samstag wollten wir eigentlich nochmal auf die Gamescom, sind wir aber dann doch nicht gegangen. Wir haben uns dann gedacht, ey, wir sind so viel gelaufen auf der Gamescom. Und dann sind wir noch übelst weit gelaufen. Wir mussten um die ganze Halle dann rumlaufen, bis wir dann bei Nero und Noxi am Auto waren. Dann sind wir vom Auto wieder zurück, um einen Hauptbahnhof zu bekommen. Wir mussten ständig um die ganze Halle rumrennen. Messegelände. Durch die Stadt, überall hin. Wir waren ja noch in der Stadt da drin, bei dem Mexikaner da, wo wir was wir gefilmt haben.
YouTube und, Germany getroffen und ja, mega geil. Und wir waren dann am Ende sowas von dem Arsch, von dem ganzen Gelaufe und von dem ganzen, da haben wir gesagt, komm, Samstag, chill mal aus, wir machen noch ein Ruhchen, da waren wir dann bei seinen Leuten, da haben wir noch ein bisschen gegrillt. Oh, da habe ich natürlich diesen Tag nichts aufgenommen, weil das ist einfach privat. Und wir haben da einfach, und es war auch für euch nichts mehr langweilig für euch gewesen, für uns war es schön chillig. Mhm. Wir haben so schön, und heute sind wir dann halt nach Hause gefahren. Da haben wir natürlich bei Revano so dieses Wir fahren jetzt nach Hause Video natürlich vergessen, das muss man ja mal schon sagen. Und ja, jetzt sitzen wir hier, es ist jetzt gerade 1 Uhr, also 0.50 Uhr. Und ja, lange Tage auf jeden Fall. Wir sind hier noch ein bisschen am Bearbeiten gewesen. Jetzt werde ich ja dieses Video zusammenschneiden und mal schauen, wann ich das da raushaue. Mhm. Und dann würde ich sagen, das war's für diesen kleinen Zusammenschnitt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen, auch wenn ich nicht viel aufgenommen habe. Weil es war, wir wollten einfach nicht. Ganz ehrlich, wir saßen dort und wir haben Spaß gehabt und alles. Und da hätte jetzt eine Aufnahme mit immer mit dieser Kamera reingehalten oder so, hätte da vielleicht ein bisschen gestört. Ein bisschen was habe ich aufgenommen und. Wenn ihr Fragen habt, wir erzählen euch da ruhig einiges. Schreibt Kommentare, sagt was und dann beantworten wir es euch. Wir haben schon einiges gesehen, wir können auch mit Sicherheit dazu was sagen. Ja, es sind auch einige Spiele dabei gewesen, wo ich sagen muss, das wird... Ja, da wird noch einiges Gutes kommen, muss ich sagen. Also. Und also ich muss sagen, die EA Arena hat mir am besten gefallen. Die EA Arena, sage ich andauernd, die EA Halle. Die hat mir am besten gefallen. Also ich glaube, da waren einige dabei, die mit uns waren, die haben Blizzard am besten gefunden. Aber ich fand die EA-Halle, fand ich geil. Ja, die hatten alle was Geiles aufgebaut. Ja, die alles geblinkert und geblunkert hat, aber später war das dann so voll, das Ding. Boah, Wahnsinn. Und ja, okay, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden. Und man sieht sich irgendwo im Let's Play oder sonst irgendwo. Und da würde ich sagen, tschüss. Ciao.